Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trading to Millions. Heute werden wir uns das zweite Team of the Week anschauen, schauen uns an, welche Spieler wir uns da einkaufen werden, beziehungsweise welche Spieler ich auf jeden Fall einkaufen werde. Ihr könnt natürlich andere Spieler einkaufen, das liegt auf jeden Fall oder hängt damit zusammen, was für ein Team ihr euch am Ende aufbauen wollt oder aufbauen werdet. Und da kann jeder seine unterschiedlichen Spieler einkaufen. Es gibt keinen Spieler, und vor allem in diesem Team of the Week gibt es keinen Spieler, der besonders viel steigen wird im Vergleich zu den anderen. Es kann natürlich sein, dass ein Spieler mal für eine SBC gebraucht wird und deswegen besonders steigt, aber das können wir jetzt noch nicht voraussehen. Es gibt jetzt noch keinen Spieler, wo man jetzt sagt, okay, da kommt jetzt nächste Woche eine SBC, zum Beispiel die Premier League Player of the Month SBC oder so. Da ist hier kein Spieler dabei, der da interessant sein könnte, außer eventuell hier dieser argentinische Assad, wenn Aguero für den September Premier League Spieler des Monats wird. Dann könnte er hier interessant sein. Wer jetzt wirklich noch viele Coins übrig hat und die 10.000 Coins hier einfach mal investieren will, kann sich den Spieler hier einfach mal einkaufen. 9.600 Coins. Verlust macht ihr nicht, aber ihr habt halt eben die Coins aktuell nicht zur Verfügung und müsst sie quasi für Azad investieren. Also das nur für die, die ordentlich was an Coins schon haben, die auf jeden Fall diese Coins auf Seite legen können, denn im Endeffekt ist es. Ja, muss dieser Spieler dann auch gebraucht werden bei der SBC oder man verkauft ihn halt eben in einem Hype, wenn er einen Hype bekommt. Ja, da müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das jetzt schon machen wollt, ob ihr da schon die Coins rein investieren wollt. Ansonsten empfehle ich euch nur einfach Spieler zu kaufen, die in euer Team reinpassen, mit denen ihr spielen wollt. Und das ist das, worauf ihr achten solltet. Ihr sollt nicht irgendwelche Spieler hier kaufen, denn die werden zwar steigen vom Wert her, aber die werden. Ja, die werden nach der Zeit steigen. Also ihr müsst diese Spieler auf jeden Fall im Verein halten. Und das heißt, wenn ihr den Spieler heute kauft, müsst ihr erstmal den Spieler eine lange Zeit halten. Und wenn ihr den Spieler im Verein habt, ohne mit ihm zu spielen, ist es immer wieder so, dass man immer wieder vergleicht und guckt, was ist er aktuell wert? Ich will ihn jetzt verkaufen, ich will damit irgendjemanden kaufen. Aber es soll so nicht sein. Es soll einfach sollen Spieler sein, die ihr im Verein habt, die ihr gar nicht verkaufen wollt, mit denen ihr spielen wollt. Und dann irgendwann. Bevor dann wieder ein Marktcrash kommt, der immer wieder kommen wird, denn wir werden immer wieder diese Phasen haben, wo dann der Marktcrash kommt, weil irgendwas Besonderes ansteht, wie zum Beispiel der Black Friday, Team of the Year, Team of the Season und was es auch alles da gibt. Da sind immer wieder diese Marktcrashs, die kommen werden und da werden wir immer wieder frühzeitig unser Team verkaufen und wenn der Marktcrash dann ist, unser Team wieder einkaufen, entweder genauso oder dann eben in einer anderen Variante. Und das Positive an der Sache ist, sobald ein Marktcrash kommt, kriegen wir die Spieler wieder für einen viel günstigeren Preis, als wir sie im Endeffekt verkauft haben. Und wir verkaufen sie schon für einen viel höheren Preis, als wir sie eingekauft haben. Dadurch machen wir immer wieder mehr Coins, ohne dass wir was machen müssen, sondern wir haben ein Team, mit dem wir spielen. Und das ist das, was ich an dieser Trading-Methode mit den Informs einfach enorm gut finde, an dieser Investing-Methode. Und deswegen mache ich das schon seit Jahren so. Und das ist eigentlich so die Haupteinnahmequelle bei mir im Verein. Wenn man jetzt, vielleicht sind die SBCs mittlerweile nahe daran gekommen, aber diese Inform-Trading-Methode ist eigentlich meine Haupteinnahmequelle. Und hier muss man gar nicht großartig traden, man muss sich einfach die Spiele einkaufen, das war's. Und ich zeige euch mal, welche Spieler ich jetzt einkaufen werde. Das ist hier einmal Gulam von SSC Neapel, der hat eine Inform bekommen. Ich als SSC Neapel-Fan hole natürlich fast alles mit, was vom SSC Neapel auf dem Markt ist. Und deswegen wird Gulam auf jeden Fall in meinen Verein reinkommen. Ich kaufe ihn auf jeden Fall unter 20.000 Coins, hoffe, dass er noch. Oder dass er vielleicht um die 15.000 Coins wert sein wird. Normalerweise wäre es jetzt ein Spieler, der sogar auf den Abschlusspreis fast kommen würde. Jetzt, wo FIFA 18 eben noch ganz früh in einer ganz frühen Phase ist, ist halt die Frage, ob der Spieler schon so günstig wird. Denn er hat ziemlich gute Stats meiner Meinung nach. Muss man halt eben mal nachschauen. Und der zweite Spieler, den ich mir einkaufen werde, ist El Shaarawy, der auch ganz gute Werte hat, auch einen guten Preis aktuell, aber der wird natürlich noch runtergehen. Also wenn ihr die Spieler einkauft, empfehle ich euch so den Montag oder den Dienstag. Also ab Montag sind die Preise so für einen guten Preis, die Spieler für einen guten Preis zu haben. Wann sie im Endeffekt am günstigsten sind, ist eigentlich von Woche zu Woche unterschiedlich. Da gibt es auch manchmal Wochen, wo die Spieler erst am Donnerstag, wo das Team schon draußen ist, am günstigsten ist. Also das ist schon ab und zu ein bisschen unterschiedlich. Aber vor dem Montag sollte man sie in der Regel nicht kaufen, es sei denn, es ist irgendwas Besonderes, wo der Markt halt eben eskaliert und wieder nach unten geht. Also da muss man mal den Markt immer wieder verfolgen. Es gibt ja auch jetzt wieder die Donnerstag diese Rewards, die von der Weekend League. Da ist es öfters auch mal so, dass dann tatsächlich an dem Donnerstag die Preise sehr niedrig sind. Da müssen wir mal noch mal gucken. Ich muss mich mal noch mal mehr damit beschäftigen dieses Jahr.
um zu gucken, wann da der günstigste Preis von den Spielern ist. Auf jeden Fall, was ihr noch einkaufen könnt, müsst ihr wie gesagt hier selbst entscheiden. Ihr solltet keine zu teuren Spieler einkaufen, nicht eure kompletten Coins in einen Spieler ausgeben, sondern einen Teil eurer Coins in diese Spieler investieren, damit ihr noch Coins zum Traden habt und einen guten Spieler für euer Team habt und vor allem noch Coins habt, um nächste Woche wieder einen Spieler einzukaufen. Also wenn ihr hier letzte Woche den portugiesischen Spieler geholt habt, könnt ihr natürlich hier Brahimi holen, der hätte den Link zu ihm, aber hat halt nicht so viel Tempo, ist halt die Frage, wer ihn gerne spielt. Kann sich den mitholen. Ansonsten kann man eigentlich nur hier den 84er Torhüter noch empfehlen, weil der ein hohes Rating hat und fast zum Abschlusspreis zu haben ist. Mit dem kann man wirklich gar nichts falsch machen. Wenn ihr da ein spanisches Team habt, dann kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Sonst vielleicht Zaza, wer so einen robusten Stürmer gerne spielt, kann ihn gerne mitnehmen. Ansonsten kann man da gar nichts empfehlen und ihr müsst selber entscheiden, was für Spieler ihr holen wollt. Also da ja, müsst ihr entscheiden. Wenn es mal einen Spieler gibt, der besonders interessant ist, dann werde ich das natürlich wieder immer wieder im Video sagen. Ich werde das jetzt auch so machen, dass ich jede Woche euch zeige, welche Spieler ich einkaufe, welche man empfehlen kann. Und dann war es das auf jeden Fall schon mal, was die Team of the Week Sachen angeht. Jetzt möchte ich euch noch was zum Marktcrash erzählen, der eventuell noch heute Nacht kommen könnte. Da setze ich aber noch ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Also ich sage euch jetzt nicht, dass heute Nacht ein Marktcrash kommen wird, sondern nur, dass es möglich sein könnte, dass einer kommen wird. Und das heißt, ihr solltet heute Nacht auf jeden Fall mal an der Konsole sein, um das einfach mal nachzuschauen. Und jetzt, wenn ich euch das jetzt sage, heißt das, ihr könnt jetzt die Preise schon mal vergleichen. Schon mal jetzt gucken, was sind aktuell die Marktpreise. Und dann heute Nacht einfach mal vorbeischauen auf dem Markt und dann seht ihr ja, ist der Preis noch wie heute Mittag oder ist der Preis schon extrem gesunken? Ist der Preis viel niedriger? Und dann einfach nicht groß nachdenken, einfach die Spiele einkaufen, einfach eure kompletten Coins dafür investieren. Und dann werdet ihr morgen früh schon wieder sehen oder morgen Mittag, dass die Preise wieder hochgegangen sind. Also es könnte sein, dass es eben wie am 26. ist. Da ist das Spiel eben per Download ab 0 Uhr verfügbar gewesen. Dann hat jeder sich das Spiel heruntergeladen, da hat es ein bisschen gedauert und jeder hat dann seine Packs bekommen, seine Starter-Packs bekommen. Viele YouTuber haben das Spiel ja eben auch vorbestellt, auch für den 26. Ich denke mal, dass jeder YouTuber für den 26. das Spiel vorbestellt hat und dann auch direkt seine Packs gezogen hat, direkt Videos gemacht hat, Pack-Openings gemacht hat und dadurch eben die Preise, die Spieler ganz oft auf den Markt kamen und der Preis dadurch völlig aus dem Ruder gelaufen ist und die Preise extrem nach unten gegangen sind. Und ganz viele Spieler, zum Beispiel Fazio und Nonverf, 82er Spieler, war noch mittags für 2500 Coins zu verkaufen, war dann nachts, habe ich ihn 10-mal für 350 Coins gekauft, habe ihn dann direkt den Tag danach nochmal für 2300 alle 10 Stück verkauft, war etwa 20.000 Gewinn nur durch Fazio. Dann hatten wir ja die brasilianischen Spieler eingekauft, die ich euch im Video empfohlen habe, dass ihr da investieren sollt, denn die brasilianischen Spieler, die braucht man eben für die SBC, für die Hybrid-Ligen-SBC. Und da ist es jetzt auch so, dass jetzt zum Beispiel Malcolm, den möchte ich euch hier mal als Beispiel einmal zeigen, der ist jetzt 3000 Coins wert, den haben wir für 800 Coins eingekauft. Da habe ich jetzt auch viele schon für den Preis verkauft, jetzt ist er okay, vielleicht 2800 wert, der schwankt momentan ein bisschen. Okay, hier wäre jetzt ein Schnäppchen gewesen, den kriegen wir jetzt nicht mehr. Aber ja, 2700, 2800 Coins ist Malcolm aktuell wert. Und da haben wir unsere Coins auf jeden Fall schon deutlich erhöht. Bei Naldo war es so, den haben wir für 1400, 1500, glaube ich, nachts bekommen. Der ist jetzt schon wieder 4000 oder so wert. Gucken wir mal kurz, was Naldo wert ist. Auf jeden Fall solltet ihr heute Nacht einfach mal euren Wecker stellen, wenn ihr morgen arbeiten müsst oder in die Schule müsst. Könnt ihr euch einfach mal für 2 Uhr euren Wecker stellen und einfach mal nachgucken, wie sich die Preise denn entwickelt haben. Sind die Preise noch so wie heute Mittag oder sind die Preise da jetzt enorm nach unten gegangen? Und wenn die enorm nach unten gegangen sind, kauft ihr euch die einfach alle ein, diese Spieler hier. Ihr könnt ja nochmal die gleichen Spieler holen, wie die ich euch hier gezeigt habe. Fazio, Naldo, Malcolm. Oder ihr kauft da ganz andere Spieler, kauft Spieler, bei denen ihr sicher seid, dass die einen hohen Preis haben. Also wenn ihr da Spieler findet, die aber auf den Abschlusspreis gehen, wie Fazio, dann könnt ihr den natürlich auf jeden Fall Massen einkaufen. Dann erhöht ihr eure Coins um einiges und das ohne wirklich großartig Aufwand zu betreiben. Einmal online gehen, einmal einkaufen und dann war es das. Und ihr seht jetzt, der ist jetzt aktuell vielleicht sogar günstiger geworden. 2300 und hier wäre wieder ein Schnäppchen, aber man bekommt die nie. Ja, also da einfach mal die Empfehlung von mir aus.
Guckt einfach mal nach. Ich sage euch nicht, dass heute einer kommen wird, sondern nur, dass einer kommen könnte. Was auf jeden Fall gegen spricht, ist, dass jetzt eben die YouTuber haben alle schon mal ihr Spiel. Die Standardversion haben, bekommen keine Packs natürlich mehr. Es sei denn, sie öffnen halt die Starter-Packs von der Web-App, was nochmal ein Plus ist, dass viele in der Web-App gar nicht spielen konnten. Nachteil ist allerdings dann wieder, nicht jeder hat es per Download bestellt. Also da bin ich mal gespannt und wir sollten auf jeden Fall mal die Möglichkeit uns aufbewahren, dass wir heute Nacht einfach mal online gehen und einfach mal nachschauen. Und wird es so sein, wird der Markt ja, im Keller sein, können wir uns die Spieler günstig einkaufen und wir erhöhen unsere Coins einfach so über Nacht. Und das kann wirklich sein, wenn wir alles investieren, dass wir unsere Coins da wirklich vervielfachen. Und das war's dann jetzt von dem Video. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Heute wird es noch ein Premier League Player of the Month Investing-Video geben. Da geht es einmal um Mané Aguero. Da wird es jetzt wahrscheinlich doch Mané morgen schon kommen. Da bin ich mal gespannt. Also da auf jeden Fall wird noch ein Investing-Video kommen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.